Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Erstmal freuen wir uns als Sozialdemokraten, dass wir in Hamburg 5 von 6 Direktmandaten in mehr als schwieriger Lage für die SPD geholt haben. Das unterstreicht, wie verankert wir in der Stadt sind vor Ort. Und auch wenn wir mit dem Zweitstimmenergebnis nicht zufrieden sind, untermauern die 5 gewonnenen Wahlkreise, dass unser gezielter Erststimmenwahlkreis überwiegend aufgegangen ist. Und das sah in Ihre Richtung gesagt, allen Unkenrufen zum Trotz. Wir waren, wir sind und wir bleiben die Hamburg-Partei, meine Damen und Herren. Und ich verstehe gar nicht, warum Sie sich da jetzt so aufregen. Denn Sie haben von unseren gewonnenen Direktmandaten auch profitiert. Sie haben Ihnen nämlich Ausgleichsmandate beschert. Deshalb freuen Sie sich doch an der Stelle für unsere gewonnenen Direktmandate mit uns, meine Damen und Herren. Und so sind wir jetzt dann mit 16 statt mit 12 Abgeordneten in Berlin vertreten. Und das sage ich hier auch als Appell an diejenigen, die jetzt hier ausscheiden, um in den Bundestag zu gehen. Da sollten wir gemeinsam ein Interesse daran haben als hamburgische Bürgerschaft, dass sie sich in Berlin für hamburgische Interessen stark machen. Da sollten wir zusammenstehen, meine Damen und Herren. Und natürlich, das Thema Verantwortung ist angemeldet, und natürlich tragen wir auch bei schwierigen Themen, Stichwort G20, Verantwortung. Und der Bürgermeister hat an diesem Pult vor der Sommerpause hier eine klare Entschuldigung an die Hamburgerinnen und Hamburger gerichtet. Die parlamentarische Aufarbeitung hat begonnen. Und wenn Sie heute mal ein bisschen Internet verfolgt haben, sehen Sie, dass die justizielle Aufarbeitung mit Durchsuchungsbeschlüssen im vollen Gang ist. Das heißt, diese Stadt leistet ihre Aufarbeitung. Das ist richtig. Das sind wir den Hamburgern schuldig, meine Damen und Herren. Und es gibt noch etwas, auf das wir eigentlich auch gemeinsam stolz sein können, mit Ausnahme der Rechtsaußenpartei, die hier sitzt. Dass es uns nämlich gemeinsam gelungen ist, dass die AfD bundesweit in Hamburg das schlechteste Ergebnis hat, das ist ein Grund, auf das wir als Demokraten stolz sein können, meine Damen und Herren. Ja, das Thema ist in der Tat, wie wird Hamburg regiert, wo tragen wir Verantwortung, aber auch für die Punkte, die sich ganz entschieden nach vorne bewegt haben. Und ich finde, da zeigt ein bisschen der Bundestagswahl. Schauen Sie doch mal in die Wahlprogramme auf Bundesebene rein, an wie vielen Stellen Hamburg faktisch Benchmark ist für gute Politik in Deutschland. Nein, ja, Verkehr ist ein gutes Beispiel, dazu komme ich noch. Ich will mal den Wohnungsbau nehmen, wo Sie ja immer sagen, Sie wollen 14.000 Wohnungen bauen. Alle Parteien haben gesagt, es soll mehr Wohnungsbau geben. Wo ist wirklich das Wohnungsbau-Mekka in Deutschland, in Hamburg? Wir bauen mehr Sozialwohnungen pro Kopf als irgendwo in einem anderen Bundesland. Ein großer Erfolg, den wir weitermachen. Und die Themen Bildung und Betreuung, auch da hatte man das Gefühl in vielen Wahlprogrammen, es ist aus Hamburg abgeschrieben. Wer hat hier die kostenlose Kita vorangebracht, den Platzausbau vorangebracht, die Qualitätsverbesserung auf den Weg gebracht? Das ist Hamburg, das ist die Verantwortung dieser Koalition, dieses Senats und dieser Bürgerschaftsfraktion, meine Damen und Herren. Und wenn ich manche Wahlprogramme gelesen habe, die große Innovation, Ganztagsbetreuung an Grundschulen, welche Stadt hat das schon flächendeckend eingeführt mit noch jetzt verbesserter Qualität? Das ist diese Stadt und diese Koalition, meine Damen und Herren. Und das gilt selbstverständlich auch für die ganzen Infrastrukturthemen. Schulbau war auch, glaube ich, so ein bisschen Thema. Herr Rabe macht nichts. Da muss man mal, glaube ich, mal gucken, wie denn der Schulbauhaushalt aussieht. Ein Milliardeninvestitionsprogramm über eine Dekade, die wir jetzt auf den Weg bringen. In anderen Ländern wird darüber diskutiert, ob Schultoiletten kaputt sind, ob irgendwo Putz von den Wänden bröckelt. In Hamburg packen wir es an mit sichtbaren Ergebnissen, meine Damen und Herren.
Zu den Infrastrukturthemen kommen wir sicherlich auch noch im weiteren Verlauf der Debatte. Vielleicht nur an der Stelle, was wirklich auch zählt und für Hamburg wichtig ist, weil Sie ja sagen, die Verantwortung dieses Bürgermeisters. Wenn er in Berlin auch für Hamburg Politik macht, im Vermittlungsausschuss, im Bundesrat, als A-Länder-Koordinator, dann sorgt er auch für die Interessen dieser Stadt. Der Beleg dafür ist, das, was wir beim Länderfinanzausgleich für Hamburg rausgeholt haben, das war beste Politik auf Bundesebene für diese Stadt. Und dafür trägt dieser Bürgermeister eine wunderbare Verantwortung, meine Damen und Herren. Letzter Satz. Diesen Weg werden wir als Koalition, als dieser Senat weitergehen, auch in der zweiten Hälfte dieser Wahlperiode. Vielen Dank.